Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 19. August und der Bundestag ist noch in der Sommerpause, 2 Wochen noch. Dann geht's los, 7. September, glaube ich, um den Dreh. Auf jeden Fall Sommerpause heißt nicht Pause von allen Dingen, ganz im Gegenteil. Wie uns Stefan Liebig jetzt gleich erzählen wird, er ist Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Und was haben Sie gemacht die ganzen 2 Monate? Sommerpause, so lange ist sie bei Ihnen. Erstmal ist ja diese Pause unterbrochen worden für eine Sondersitzung des Bundestages. Die neue Bundesverteidigungsministerin wurde vereidigt und wir haben gleichzeitig noch eine Debatte durchgeführt über Verteidigungspolitik, über Außenpolitik. Und dafür sind Ihr Gebiet? Auch mein Gebiet, ja. Und wir sind dadurch alle zurückgerufen worden nach wo Berlin. Wo waren Sie? Ich bin tatsächlich gerade in meinen Urlaub nach Dänemark gefahren, aber es war nicht schlimm. Ich bin in den Zug gestiegen und das ging dann. Und dann am nächsten Tag wieder zurück. Ja. So, jetzt haben wir 19. August. Mhm. Gestern Abend war Koalitionsausschuss. Mhm. Da ging es auch um die Frage, die überall mitschwingt, bei allen Tagungen, Sitzungen jetzt von CDU, CSU und SPD. Wie lange hält denn diese KoKo noch? Mhm. Was sagen Sie nach dem Ergebnis von gestern? Na, sie quälen sich ganz schön, das sieht man ja. Das sind eigentlich 3 Parteien, die nicht mehr zueinander passen. Wir können ja alle die Stimmung in der SPD sehen, wo viele Mitglieder und auch viele Bundestagsabgeordnete sagen, eigentlich wollen wir raus aus dieser großen Koalition. Man einigt sich natürlich mehr schlecht als recht auf die Projekte, die man schon im Koalitionsvertrag hatte. Aber ein richtiger Aufbruch ist das nicht. Das ist nichts für die Zukunft. Und ich glaube, es wäre gut, wenn dieses Trauerspiel beendet wird. Aber jetzt hat sich ja, oder haben sich bis heute, Stand heute Abend, 15 Kandidaten beworben für den SPD-Vorsitz. Und der Prominenteste dabei ist Olaf Scholz, der alleine bisher ist. Ja. Er sucht ja noch jemanden, der das macht. Wenn aber Olaf Scholz jetzt Parteichef werden würde, der die Große Koalition unbedingt fortsetzen möchte, und der Parteitag, der darüber zu befinden hat, im Dezember sagt, und wenn es nur mit 52% ist, nein, wir wollen das nicht. Was ist dann? Also erstens muss das natürlich jede Partei für sich entscheiden. Das ist immer schwer, als wenn man als Vertreter einer anderen Partei was zur Personalpolitik von den Mitbewerbern sagt. Allerdings, da Sie mich jetzt gefragt haben, Olaf Scholz steht eben für die Richtung Große Koalition. Und das ist genau die Richtung, die die SPD jetzt dahin gebracht hat, wo sie ist. Ich kenne das noch aus Berlin aus den 90er Jahren. Die SPD wurde kleiner und kleiner. Irgendwann hat die Taz geschrieben, SPD deutlich über 5%. Wenn das der Weg ist, den die Bundes-SPD gehen möchte, dann ist Olaf Scholz die richtige Wahl. Was die SPD aus meiner Sicht jetzt braucht, und da bin ich natürlich parteiisch, ist jemanden oder 2 Leute, die sagen, wir möchten hier ein Mitte-Links-Bündnis starten. Wir sind bereit, mit Grünen und Linkspartei eine andere Politik zu machen. Dann gibt es eine gepfefferte Auseinandersetzung bei den nächsten Bundestagswahlen, ob Deutschland durch ein Mitte-Rechts, und zwar ohne die AfD, oder ein Mitte-Links-Bündnis regiert werden soll. Und das brauchen wir auch. Das ist gut für die Demokratie, eine vernünftige Auseinandersetzung über die politische Richtung. Und dazu muss die SPD sich bekennen. Aber alle Leute überlegen sich doch jetzt, was könnte denn da jetzt im Herbst auf uns zukommen? Erstens, Fortsetzung der Großen Koalition gegen den Willen eines großen Teils der SPD. Zweite Möglichkeit ist, der Kandidat Olaf Scholz, der neue SPD-Chef, sagt das, was Sie eben gesagt haben. Fortsetzung, GroKo, aber die Partei sagt was dagegen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Minderheitenkabinett, wenn die Große Koalition auseinandergeht, Kanzlerin bleibt Angela Merkel, solange wie sie und die Grünen und wer auch immer bereit ist, sie zu stützen. Und das dritte wäre Neuwahlen. Was ist denn das Wahrscheinlichste von den 3? Ich gehe fest davon aus, dass diese Wahlperiode nicht wie geplant bis 2021 gehen wird. Sie haben jetzt eine Unbekannte dabei noch ausgelassen als Option. Ich glaube ja persönlich, ich habe dafür keinen Beleg, aber es ist mein Eindruck, dass Angela Merkel sich längst entschieden hat, wann sie ihre Amtszeit beendet. Und das wird nicht am Ende dieser Wahlperiode sein, sondern ich denke eher in diesem Jahr. Schauen Sie mal, wo sie jetzt sie steht. Sie hat aber geschworen, natürlich, dass sie bleibt. Ja. Aber soll bis ich auch zum sagen, Ende. Niemand, sie ist echte Protestantin. Niemand kann ein Amt antreten und schon sein Ablaufdatum festlegen. Und deswegen hat sie das logischerweise nicht gesagt. Aber sie steht jetzt an einem Punkt, wo sie in ihrer Partei bei großen Teilen wieder beliebt ist. Das war ja nicht immer so. Sie hat die Frau, die sie an der Spitze der CDU haben wollte, an der Spitze der CDU und im Kabinett, was wichtig wäre für eine Übergangslösung. Sie hat ihre politische Verbündete sogar noch zur Chefin der Europäischen Union gemacht, nämlich Ursula von der Leyen. Das ist eigentlich der bestmögliche Zeitpunkt. Das kann jetzt nur wieder schwierig sein.
schwieriger werden. Und ehrlich gesagt, sie ist jetzt 65 Jahre alt. Sie hat auch, muss ich auch als Linker sagen, viel geleistet. Das wäre auch okay. So, und dann glaube ich nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die SPD Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützen würde. Und wir würden es schon gleich gar nicht. Das heißt, es wird dann nach einer kurzen Übergangszeit Neuwahlen geben. Und das ist auch richtig. Ja, aber die Frage des Minderheitenkabinetts, ja. Haben Sie das jetzt mit eingeschlossen? Ja, als Übergangszeit oder als Planung bei Merkel? Ein Minderheitenkabinett gegen die SPD kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Die SPD wird sagen, wir stützen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht. Dann wird es von irgendwem einen Misstrauensantrag geben, einen konstruktiven. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Warum sollte die FDP ein Interesse daran haben, Annegret Kramp-Karrenbauer zu stützen? Also ich sehe nicht, dass ein Minderheitenkabinett sich halten könnte. Und es wäre auch unehrlich. Man muss dann tatsächlich fragen, die Leute, die haben ja Angela Merkel gewählt. Da muss dann fragen, wie sieht es aus mit dieser neuen von Frau Kramp-Karrenbauer geführten CDU? Wie viel Rückhalt hat die? Wie sieht es dann aus mit der SPD? Ich meine, im Moment ist es alles furchtbar, aber vielleicht schaffen sie es ja, bei den Vorsitzendenwahlen ein Team zu wählen an die Spitze, womit es wieder vorangeht. Man kann es sich im Moment kaum vorstellen, aber nichts ist ausgeschlossen. Der Höhenflug der Grünen, also ich glaube, eine Mitte-Links-Mehrheit, wenn Sie sich die Umfragen anschauen, die ist nicht so weit weg von der Mehrheit, das ist alles möglich. Ja, aber die Frage ist, die SPD hat sich da bestimmte Fesseln angelegt. Hm. Ja, kandidieren soll immer ein Pärchen. Ja. Aber Olaf Scholz ist noch alleine. Ja. Wer würde denn dahin passen? Keine Ahnung, das muss die SPD wirklich selber Sie kennen die doch alle. Ich kenne die alle und was ich mir, also ich muss es ehrlich sagen, mich überzeugt bisher keiner von denen, die antreten, wirklich. Was ich mir wünsche, ist auch tatsächlich... Auch Scholz nicht. Natürlich nicht. Scholz sowieso nicht. Also politisch ist mir natürlich Gesine Schwan nahe. Ich habe Gesine Schwan sogar schon mal gewählt. Die ist ja mal als Bundespräsidentin angetreten, langes her. Aber es ist eben auch lange her. Und was die SPD braucht, ist tatsächlich jemand mit einem linken Profil, mit einer positiven Ausstrahlung, der auch Aufbruch ausstrahlt. Das sind viele komplizierte Bedingungen. Aber ich glaube, das ist auch das, worauf die SPD-Mitglieder warten. Das sehe ich im Moment noch. Ja, aber Gesine Schwan ist schon vergeben. Die kandidiert schon mit Herrn Stegner. Ja. Also, wer kommt an die Seite von das Scholz? Muss die SPD entscheiden. Wir müssen letztlich damit umgehen. Die SPD muss doch mal an eines denken. Es hat in Europa schon ganz andere sozialdemokratische Parteien hinweggefegt. Und zwar richtig. Also bis auf den Frankreich, Boden. Frankreich, mehr. Griechenland. Und das will niemand. Und das will, glaube ich, auch insgesamt in Deutschland keiner, weil das auch für unsere Demokratie schlecht wäre. Also ich bin nicht glücklich über die schlechten Umfrageergebnisse der SPD, weil wer ein Mitte-Links-Bündnis will, der braucht auch eine SPD, die vernünftig dasteht. Insofern hoffe ich, dass Sie da die richtigen Entscheidungen treffen. Ich kann sie aber für die SPD nicht aber treffen. Aber glücklich können Sie auch nicht sein über Ihre Umfragewerte. Nee. Die haben sich seit der Bundestagswahl nicht wesentlich verändert. Nee, unsere Partei, da muss man nicht drum rumreden, sie hat ihre Potenziale nicht ausgeschöpft. Also bei dem, was die SPD verloren hat, davon ist bei uns de facto nichts angekommen. Eigentlich hätte es so sein sollen. Eigentlich hätte es so sein sollen. Der Grund dafür ist, dass wir selber auch in personellen, auch in machtpolitischen Auseinandersetzungen gesteckt haben. Das können wir echt gut. Das schadet aber natürlich in der Öffentlichkeit. Denn ich denke, die Themen, für die wir stehen, das ist ja vor allen Dingen die soziale Frage. Das mag im Moment vielleicht nicht das Erste sein, weil viele denken, im Moment geht es um, ist ja auch richtig, um den Klimawandel, um Erderwärmung und die Umwelt. Und da kommt man halt nicht in erster Linie auf die Linkspartei, sondern auf die Grünen. Aber ich muss sagen, in einem Land, wo man sich nach wie vor Gedanken machen muss über krasse Altersarmut, wo so ist, dass die Zahl der Milliardäre sich verdoppelt und die Zahl der Kinder in Armut auch. Da ist natürlich das Profil, was wir haben, etwas, was in dieser politischen Landschaft nicht fehlen sollte. Und wir müssen als Partei selber liefern. Wir dürfen nicht diese internen Streitereien abliefern. Und ich glaube, wir sind da jetzt auf einem besseren Weg. Also Ende letzten Jahres ist eigentlich das, was uns sehr zerrissen hat, nämlich die die Flüchtlingsfrage geklärt worden. Bei uns stehen auch Personalentscheidungen an. Wir wählen auch in diesem Ende des Jahres unsere Fraktionsspitze neu, Anfang nächsten Jahres. Sarah Wagenknecht tritt nicht mehr an. Genau, Sarah Wagenknecht hat als Fraktionsvorsitzende viel richtig gemacht. Sie hat auch ein paar Fehler gemacht. Das ist so, wer Politik macht, macht auch Fehler. Sie hat sich entschieden, dass sie weiter an unserer Seite ist und mit uns kämpft, aber eben nicht als Fraktionsvorsitzende, was zu akzeptieren ist. So, wir wählen aber auch nicht nur sie, sondern wir wählen die Fraktionsspitze insgesamt und auch die Parteispitze. Und unsere beiden Parteivorsitzenden sind jetzt seit 8 Jahren an der Spitze. Eigentlich haben wir so eine Regel,
Regelung, die ist nicht fest, aber man sagt, Mensch, nach 8 Jahren kann man auch mal drüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Wir haben auch eine Menge guter Leute in der zweiten und dritten Reihe und ich wäre froh, wenn wir da auch einen neuen Aufbruch hinbekommen würden. Wen sehen Sie denn da als neuen Parteichef? Es ist immer schlimm, wenn man jemanden vorschlägt, weil man den dann sofort verbrennt. Deswegen werde ich jetzt keinem den Tort antun, zu sagen, du bist es. Aber wir haben da schon eine Reihe guter Leute. Und Dietmar Bartsch, wird der Fraktionschef alleiniger? Das halte ich für ausgeschlossen. Das sagt ja auch selber, dass das nicht geht. Wir haben mittlerweile auf fast allen Ebenen dieses Modell der Doppelspitze. Ich sage mal, ich persönlich, ich bin davon jetzt nicht überzeugt, dass das zwingend ist. Ich erinnere mich noch, als wir eine Parteivorsitzende hatten, Gabi Zimmer, als wir in Berlin eine Parteivorsitzende hatten, nämlich Petra Pau. Warum es immer Doppelspitzen sein muss, erschließt sich mir nicht. Das wird ja mal mit dem Feminismus begründet. Aber wenn es auch eine Frau alleine kann, warum soll da ein Mann an ihrer Seite sein? 100% ist doch genug. Genau. Aber es ist bei uns inzwischen so Tradition und da wird auch vieles andere ausgeglichen. Also da geht es um politische Flügel in der Partei, manchmal auch noch Ost und West. Und deswegen, Dietmar Bartsch hat gesagt, wir bleiben bei der Doppelspitze und ich finde das auch sinnvoll. Na gut, nun gibt es ja den ersten großen Test nächsten Sonntag. Nee, Thüringen wählt erst im Oktober. Wir haben am Anfang September ist Brandenburg und Sachsen die Landtagswahlen. Und wir sind alle im Wahlkampf, ich habe dort auch Termine. Das wird schwer. Also man muss nicht drum rumreden. Die Situation in den östlichen Bundesländern ist auch für uns herausfordernd und da haben wir ordentlich zu kämpfen. Ja, und gerade in Thüringen, wo ja die Linke den ersten Ministerpräsidenten überhaupt gestellt hat, der wackelt jetzt. Da ist die CDU vielleicht ein Punkt davor. Das Interessante ist, dass Bodo Ramelow, wenn man die Leute fragt, mit Abstand der beliebteste Kandidat ist. Da ist die CDU so weit abgeschlagen, die kann man gar nicht sehen. Aber wir wählen in Deutschland nicht Personen, wir wählen Parteien. Und die Frage ist, gelingt es unserer Linken in Thüringen, die großen Beliebtheitswerte von Bodo Ramelow auch auf sich zu übertragen? Das wird die Kunst. Das werden wir noch mal kurz nach einer Werbepause beantworten mit Stefan Liebig. Er ist Bundestagsabgeordneter der Linken. Und der Bundestag ist noch in der Sommerpause. Und zwar geht es erst wieder los, ich glaube, 6. oder 7. September, also in 2 Wochen. Aber wir reden natürlich über das Ganze, was jetzt passiert. Gestern Koalitionsausschuss, bricht die GroKo und so. Es ist schon eine spannende Zeit. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und bei mir zu Gast ist Stefan Liebig, er ist Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Und wir haben noch eine Sommerpause im Bundestag. Dort wird übrigens umgebaut. Wird das rechtzeitig fertig? Ich hoffe. Also manchmal haben wir auch Verzögerungen. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das stand seltsamerweise das Fundament unter Wasser. Das ist bis heute nicht bezogen. Aber ich hoffe, dass wir wieder ins Reichstagsgebäude zurück können. Das ist gut. Also in 2 Wochen geht es ja wieder los. Aber wir haben ja auch genug zu besprechen. Wir waren eben bei der Thüringen-Wahl. Die ist im Oktober. Mhm. Ja, Bodo Ramelow hat gute Werte als Person, aber schlechte Werte hat die Linke. Linkspartei, gemessen an den Erfolgen vorher, immer relativ gesehen. Wir sind gar nicht schlechter geworden. Es ist so, Thüringen ist ja eigentlich kein linkes Land. Thüringen hatte nach der Wende immer CDU-Regierung und es war eher eine große Überraschung, dass es mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit gelungen ist, dass es diese rot-rot-grüne Regierung gab, unter Führung der Linkspartei. Das ist ja nach wie vor ein Novum. Und es wäre eine große Freude, aber auch eine große Überraschung, wenn das noch ein zweites Mal gelänge. Dafür tun wir alles, das ist möglich. Und es gibt auch den Willen von allen drei Koalitionspartnern, diese Koalition fortzusetzen. Aber das entscheiden am Ende die Wählerinnen und Wähler. Die Union hat auch nicht so viele Optionen. Leider ist in Thüringen die AfD ziemlich stark, und zwar die AfD unter einem richtig üblen Nazi, nämlich Höcke. Das ist nicht irgendeine bürgerliche Partei, sondern die sind Rechtsradikale. Insofern muss auch die Union sich überlegen, was sie dort tun will. Es wird also spannend. Naja, spannend haben wir es ja schon nächsten Sonntag, am 1. September. Da wählt Brandenburg und Sachsen. Ja, wo stehen Sie da als Linkspartei? Also wir sind leider in allen Umfragen weit hinter unseren Erwartungen und Wünschen. In Brandenburg regieren wir ja auch schon 10 Jahre. Und wie das so ist, ich kenne das noch aus unserer Berliner Zeit, als Regierungspartei, als kleinerer Koalitionspartner es zu schaffen, sein eigenes Profil zu schärfen und
darzustellen, das ist immer kompliziert. Und dann gibt es eben auch in Brandenburg leider diese Konkurrenz von rechts, die macht es allen schwer. Trotzdem, wenn wir die Umfragen sehen, ist es nicht ausgeschlossen, dass es eine Mitte-Links-Regierung dort gibt, dann eben eine rot-rot-grüne Regierung. Das halte ich nicht für das Schlechteste. Wir haben inzwischen, seit wir in Bremen auch an der Regierung beteiligt sind, in einem Viertel der Bundesländer ist die Linkspartei an der Regierung beteiligt. Das ist schon eine Menge. Und da wäre ich natürlich froh, wenn das so bliebe. Ja. Und Berlin wählt ja erst 2021. Genau. Bis dahin bleiben sie auch hier in der Regierung, falls nichts passiert. Ja, das funktioniert. Also, gucken wir mal auf den Bundestag, was passiert. Das werden ja spannende Wochen. Mhm. Da kommt die SPD mit ihrer Evaluierung. Mhm. Der CDU-Fraktionschef Brinkhaus hat heute gesagt, die CDU macht auch sowas. Die prüft auch, ob sie dabei bleibt. Ja. Also Sie glauben ja nicht, dass Merkel Kanzlerin bleibt bis 2021, haben Sie eben gesagt. Glauben Sie denn, dass die GroKo, na, die bleibt dann ja auch nicht bestehen. Das heißt, dann müsste es ja brechen. Wann ist denn der beste Zeitpunkt dafür? Ja, wenn Frau Merkel Sie fragen würde, Herr Liebig, sagen Sie mal, wann soll ich denn am besten zurücktreten? Ich glaube, sie entscheidet das ganz persönlich und fragt da auch niemanden. Und mit den Konsequenzen müssen dann die Parteien umgehen. Und eigentlich muss man immer daran denken, eine große Koalition sollte die Ausnahme sein und nicht die Regel. Ich habe ja die AfD hier erwähnt, die erzählt immer, dass alle Parteien so Altparteien sind, alle eine Soße. So, und wenn man Unterschiede deutlich machen will, dann muss man auch miteinander in scharfe Konkurrenz gehen. Und das geht natürlich nicht, wenn die beiden größten Parteien, früher größten Parteien in diesen Lagern, miteinander koalieren. Wie soll man denn dann miteinander vernünftig streiten? Und deswegen sage ich, das Normale in einer Demokratie ist, dass politische Richtungen miteinander ringen. Und deswegen wäre es mir recht, wenn die Große Koalition lieber heute als morgen beendet wird und man genau das macht. Dann muss man halt ein CDU-CSU-FDP-Lager bilden und ein grünen-SPD-linkes Lager. Also da müssen sich auch die Grünen entscheiden. Die Grünen halten sich da im Moment alles offen. Das kann man wahltaktisch verstehen. Weil naja, auch mit stimmen. 24%. Ja. Sagen Sie, was wollt ihr denn? Ihr müsst uns folgen. Ja, aber es geht ja dann auch um Themen. Da muss man die Grünen fragen, wenn ihr so an der Seite der Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future steht, glaubt ihr denn, dass das mit Christian Lindner und mit Horst Seehofer in die Richtung, dass man da Politik machen kann? Und auch soziale Fragen, Altersarmut, Kinderarmut, die wollen auch eine Kindergrundsicherung, so wie wir das auch wollen. Das wird man alles mit der CDU und mit der FDP nicht hinbekommen. Und das muss man dann irgendwann auch ehrlich den Leuten sagen. Bleiben wir beim Stichwort Grundrente. Mhm. Wurde gestern Abend nicht entschieden. Ja, wie wird denn das jetzt entschieden? Also, Koalitionsvertrag steht mit Bedürftigkeitsprüfung. Ja, was die entscheiden, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, was notwendig ist. Nämlich, dass man eine Absicherung macht, wo wir sagen, das müsste mindestens 1050 Euro sein, wo jeder weiß, er fällt im Alter nicht in Armut. Das ist ja eine furchtbare Situation. Da geht es ja nicht um irgendwelche Faulpelze, sondern es geht darum, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, vielleicht Frauen, die noch ein, zwei Kinder bekommen haben, am Schluss Flaschen sammeln müssen. Und das können wir nicht zulassen. Und wenn wir sagen, unser bisheriges Rentensystem, wo man mit Einzahlungen eine entsprechend hohe Rente sichert, das reicht dafür nicht, dann muss man eine steuerfinanzierte Absicherung schaffen. Und das traut sich die Politik bisher nicht so richtig zu sagen. Ja, aber Sie verschweigen ja eins. Ich meine, ich finde das ja persönlich vernünftig, wenn man sagt, ja, eine Grundrente für jeden, nee, ist nicht. Dann kriegt nämlich die Grundrente auch der Millionär. Ja. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nur die Grundrente für die, die sie wirklich gebrauchen, damit sie eben nicht in dieses Armutsloch fallen. Und da muss ich doch fragen, sag mal, was hast du auf deinem Sparbuch? Also den Millionär, gegen den ich persönlich nichts habe, den möchte ich gerne heranziehen zur Finanzierung von all sowas über Steuern. Dem will ich nicht seine Rente wegnehmen, sondern da sage ich, der hat den gleichen Anspruch auf die Rente wie alle anderen auch. Ja, ich spreche von der Grundrente. Der wird ja nicht in diesen Bereich fallen. So. Ja, aber das finde ich doch nur raus, wenn ich eine Bedürftigkeitsprüfung mache. Sonst finde ich das doch nicht raus. Der kriegt die doch nicht, sondern der kriegt sowieso eine viel höhere Rente. Es geht ja darum, dass Leute, die sehr, sehr arm sind und dann vielleicht auch aus Scham sagen, ich möchte nicht zum Amt gehen. Solche Fälle haben wir ja jetzt schon. Es gibt ja eine Grundsicherungsrente und manche Leute nehmen die nicht in Anspruch, weil sie sagen, ich schäme mich, andere Leute um Hilfe zu bitten. Und das sind dann die, die wir leider manchmal sehen. Darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir eine Umverteilung im Land machen. Dafür ist uns viele blöd, aber dafür gibt es nun mal linke Parteien. Und wir sagen, es kann nicht sein, dass man im Land
Land wie Deutschland keine Vermögenssteuer hat. Wir brauchen eine Millionärssteuer. Wir müssen das Geld, was da ist, auch irgendwie nutzen. Und dafür treten wir ein. Und dann, das ist eben so ein Punkt, wo die SPD, seit sie in der Bundesregierung mit der Union ist, sagt, da machen wir nichts dran. Die Union macht immer zur Bedingung, bei Steuern ändern wir nur was, wenn es um Entlastungen geht, aber irgendwo mehr Steuern zu erheben bei denen, die sie haben, das ist ein Tabu. Und das hätte die SPD. So vereinbart im Koalitionsvertrag. Ja, genau. Ja, beide haben das unterschrieben. Das stimmt. Deswegen keine Steuererhöhung. Die SPD hat sich darauf jedes Mal eingelassen und das ist eben der Preis, den man zahlt, wenn man mit der Union in die Regierung geht. Und wenn man sagt, wir brauchen mehr Geld fürs Gemeinwesen, dann muss man auch solche Entscheidungen treffen. Das wäre mit einer Mitte-Links-Regierung möglich und da muss die SPD eben entscheiden. Jetzt wage ich mal einen Sprung, ja, und eine etwas vielleicht freche Frage. Mhm. Wenn es zu Neuwahlen kommt, wer wird die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler? Es ist im Moment wirklich total schwer zu sagen. Also eines ist sehr wahrscheinlich, dass die Union Annegret Kramp-Karrenbauer aufstellt. Aber ob die Union eine eigene Mehrheit zusammenbekommt, ist offen. So, das ist ja das erste Mal. Die stärkste Fraktion werden. Ja, erstmal, um das Anrecht zu haben. Aber sie brauchen noch eine Mehrheit im Bundestag. Ja, ja, das aber ist nicht als so einfach. Stärkste Fraktion haben sie erstmal ein Anrecht. Und auf der anderen Seite ist es so, ich meine, von unserer Partei wäre es ein bisschen vermessen, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Und die Sie Grünen stellen doch immer einen Kandidaten für den Bundespräsidenten auf. Ja, können Sie doch auch einen Kandidaten, einen Kanzler Nein, aufstellen. Nein, man muss ja Politik ernsthaft betreiben. Ich kann mich erinnern, als der leider viel zu früh verstorbene Guido Westerwelle mal in so eine Richtung ging, da hat die Republik ihn eher verspottet. Also man muss da vorsichtig sein und das ist nicht unser Anspruch. Wir sind eine Partei, die so 10, vielleicht auch mal 20% erreichen kann, aber wir sehen uns jetzt nicht als Kanzlerpartei. Die SPD droht, diesen Anspruch zu verlieren, aber natürlich wird die Frage sein, wenn die einen neuen Vorsitzenden haben, ist der dann auch der Kanzlerkandidat? Und bei den Grünen wird das ja durchaus schon ernsthaft diskutiert. Und die haben zwei Vorsitzende. Absurderweise wird immer Robert Habeck benannt, aber Annalena Baerbock ist auch Vorsitzende und eigentlich ist den Grünen die feministische aber Frage ja sehr wichtig. Oder eine Kanzlerin werden, eine Doppelspitze. Ja, was machen die? Würfeln die? Oder? Aber das müssen die auch entscheiden. Aber ich glaube, das Gute ist doch, es ist spannend wie nie. Es gab in Deutschland noch nie eine Bundestagswahl, wo nicht ein amtierender Kanzler zur Wahl stand oder eine Kanzlerin. Und das wird das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Das heißt, alles ist offen und ich sehe das positiv. Auch Rot-Rot-Grün war noch nie so nah an einer Mehrheit wie jetzt. Auch das sehe ich als eine Chance, also ein Mitte-Links-Bündnis ist möglich und ich werde dafür alles tun. Aber die Frage an Sie, Sie sind ja Außenpolitiker Ihrer Fraktion. Ja, die NATO-Frage ist doch eine der entscheidenden in den Koalitionsverhandlungen, in denen Sie möglicherweise dabei sind. Wie stehen Sie denn da heute? Immer noch nach dem Motto, die NATO muss sich ändern oder muss weg, die Bundesrepublik muss raus oder was ist die Position der Linken heute? Wir schlagen nicht vor, dass Deutschland die NATO verlässt, sondern wir finden, dass Deutschland Teil eines europäischen Sicherheitsbündnisses sein muss. Wir sagen allerdings auch, dass die NATO nicht das geeignete Bündnis dafür ist und deswegen finden wir, dass die eigentlich aufgelöst werden muss. Es gibt ein anderes Bündnis in Europa, was ich besser finde, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber nun muss man da auch realistisch rangehen. Von den drei Parteien vertritt nur unsere diese Position und ehrlich gesagt ist die größte Gefahr für die NATO im Moment nicht die Linkspartei, sondern Donald Trump. Das heißt, man muss sowieso diskutieren, wie es weitergeht. Und da kommt dann vielleicht unser Vorschlag wieder auf den Tisch. Vielleicht kriegen wir auch ein anderes Sicherheitsbündnis für Europa als die NATO. Ich kann Ihnen auch begründen, warum. Das ist nicht irgendeine Ideologie. Als Außenpolitiker kann ich mal in Nordafrika die Staaten fragen, Tunesien, Ägypten, Algerien, was die eigentlich von der NATO halten. Denn die NATO hat in ihrer Nachbarschaft Libyen in Schutt und Asche gebombt und das ist ein Problemherd nach wie vor. Da sind Terrorbanden unterwegs, der Staat ist völlig zerstört. Wir denken bei NATO immer an den Kalten Krieg und was das damals bedeutet, aber die NATO existiert ja im Hier und Heute. Und die Linken denken an Kosovo. Aus meiner Sicht war Kosovo damals ein schlimmer Tabubruch, der viel nach sich gezogen hat. Weil damals hat man gesagt, das Völkerrecht, das eigentlich verlangt, wenn es Sezessionen gibt, wenn ein Teil eines Landes sich von einem anderen Teil abspalten will, das muss im Einvernehmen passieren. So wie es bei der GSSR passiert ist oder bei Südsudan und Sudan. Da hat man sich einvernehmlich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Dort hat die NATO gesagt, wir finden, dass es okay ist, wenn Kosovo sich von Serbien ablöst, egal was das Völkerrecht sagt. Naja, und damit liefert man
man für die russische Föderation alle Argumente, die jetzt sagt, na, auf der Krim wollen die Leute nicht mehr in der Ukraine bleiben. Ich glaube, man hat damals einen Fehler gemacht, den man heute immer noch schwer bereut. Und da sind wir in einer der künftigen Wahlkampfdiskussionen. Wenn es nach Stefan Liebig gibt, der heute mein Gast war, geht, dann wird Frau Merkel bis 2021 nicht im Amt bleiben. So ist das. Wie auch immer, aber wann dieser Tag sein wird, das entscheidet sie selber. Aber dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit Neuwahlen haben. Und dann werden wir auch diese Frage zu diskutieren haben. Ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren in der Sendung aus dem Bundestag. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer aus dem Bundestag, 20.15 Uhr. Und nächste Woche ist auch noch Sommerpause. Und dann werden wir über die kommenden Wochen und Monate auch wieder diskutieren hier. Vielen Dank und tschüss.